Stuyang. In diesem Tanz gibt es ein Intro. Und zwar am Anfang werden 8 Count viermal getanzt. Dann wird abgebrochen und dann beginnt erst der Tanz. Und ich zeige zuerst diese 8 Count, die wir viermal tanzen. Den linken Fuß nach links. Einen kleinen Rock weg mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, etwas das Gewicht wechseln, wieder zurück. Dann setzen wir den rechten Fuß rechts auf, ziehen den linken hinter den rechten, machen wieder einen Rock weg, das Gewicht wieder zurück. Jetzt gehen wir 2 Schritte vorwärts mit links, rechts. Machen einen Point mit dem linken Fuß nach links und eine Viertel-Linksdrehung und ein Step mit dem linken Fuß neben dem rechten. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Wie gesagt, diese 8 Count werden viermal getanzt und dann zum Schluss kommt man bei 12 Uhr wieder raus. Und jetzt kommen die anderen 32 Count. Das ist ja unsere Endposition. Die linke Fußspitze nach links. Den linken Fuß mit einem Step neben den rechten. Dann kicken wir den linken Fuß nach vorn und setzen ihn gekreuzt vor den rechten Fuß ab. Dann gehen wir nach hinten mit rechts, locken den linken davor ein. Gehen noch einmal nach hinten mit rechts und setzen den linken Fuß links ab. Ich zeige diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese 8 Schritte machen wir jetzt spiegelverkehrt. Ein Point mit dem rechten Fuß nach rechts. Ein Step neben den linken Fuß. Den rechten Fuß nach vorn kicken. Und gekreuzt vor den linken Fuß absetzen. Den linken Fuß nach hinten. Den rechten davor einlocken, den linken Fuß nach hinten und mit dem rechten Fuß machen wir jetzt einen Step neben den linken. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, das ist ein Gretwein nach links, ein Gretwein nach rechts und wieder zurück nach links. Den rechten Fuß rechts absetzen, den linken dahinter kreuzen, den rechten Fuß nach rechts und mit dem linken Fuß ein Step neben den rechten. Dann setzen wir den linken Fuß zur Seite, kreuzen den rechten dahinter, den linken Fuß zur Seite und ein Step mit dem rechten Fuß neben den linken. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Die rechte Fußspitze nach rechts. Jetzt machen wir einen Hitch, das heißt das Knie anwinkeln vor den rechten Fuß. Dann setzen wir die rechte Fußspitze noch einmal ab, machen eine Viertel-Rechtsdrehung und setzen den rechten Fuß ab. Dann nehmen wir die linke Fußspitze, tippen ihn zweimal nach hinten,
setzen ihn ab und den rechten Fuß nehmen den linken. Und diese letzten 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.